Wir werden auf jede Frage eine Antwort finden. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wer unsere Grenze nicht respektiert, der bekommt die Kugel zu spüren. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt! Die Deutsche Demokratische Republik wird weitere 40 Jahre und noch darüber hinaus bestehen. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Die Deutsche Demokratische Republik wird weitere 40 Jahre und noch darüber hinaus bestehen. Ich schlage vor, das Glas zu heben und zu trinken auf unseren Nationalfeiertag, den 14. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Wir werden auf jede Frage eine Antwort finden. Rüber. Wir wollen eine halbe Stunde gucken und wieder zurück. Endlich frei! Fahr los, Andrea! Die Grenzen müssen weg! Ja? Ist wahr, ja? Ich weiß nicht. Ich bin selber gerade gekommen. Ich glaube, das noch nicht. Sagenhaft, ja, ey, es ist einfach irre. Man kann sich nur freuen, ja? Kann man kaum glauben. Am besten, am schnellsten. Steglitz in West-Berlin? Na Mensch, der Logo, wo denn sonst? Könnt ihr mir helfen? Seid ihr von drüben? Ja. So, schalten wir eben ab. Rainer, du bist doch aus West-Berlin. Anna. Spiegel TV. Komm, da vorne. Zu ihr machen!
denn da? Oh, norwegische Rundfunk, wunderbar, wunderbar. Danke. Mein Güting-Camp. Mein Güting-Camp. Wie lange wir erwartet haben, aber wir haben 28 Jahre hat es gedauert. Hey, los, komm. Ey, du hörst doch auf, hier. Weiter wollen wir nicht. Nur einfach nur jetzt machen, was wir wollen. Was? Brauchen wir nicht mehr. Nee. Okay. Das ist richtig so. Ja, ich lebe dafür. Ohne das. Ah. Und Weihnachten im. Hoffentlich nicht in der Keimel. Sorry, ihr habt da drinnen. Da braucht man nicht für zu sorgen. Thank you.
Kommen da alle wieder? Du machst aber diesen so Blödsinn. Ja, was soll denn das hier? Das ist ja wirklich kein Problem. Nein. Was soll denn das? Mensch, du brauchst da doch nicht. Hier kommt doch kein Auto mehr lang hier. Ist doch wieder genau der alte Mensch. Die Kinder, die sollen die Richter, die Leute da durchsetzen. Das hat doch alles genau gewusst. Los. So lange aufhört, wir schaffen das morgen früh nicht zum Arbeiten gehen. Kinder, dann machen wir hier nicht. Könnt ihr nicht überlegen ein bisschen? Könnt ihr nicht überlegen? Quatsch, du das ja, na klar, du hast ja. Was ist denn noch normal? Wir gehen da gleich wieder auf der anderen Seite. Weil jeder Auto gehen denn da rüber. Da wird was, wenn die hier sind. Kommt doch wieder. Kommt doch gleich wieder. Dauert wohl viel länger als für uns. Wollt auf die Abfahrt. Hey, Lothar! Wahnsinn! Los! Wir hatten gefragt, den Kollegen. Schönen guten Abend, wir freuen uns wiederzusehen. Ja? Wir haben schon ab. Mit Ausweis. Yeah.
weiter! Da können Sie bei uns auf dem Balkon rufen. Freuen Sie sich mal gefällig. Na, aber Freiheit! Na, was wollt ihr noch hier? Ob so die Grenze mit einem machen wir. Komm, hier können Sie filmen. Hier ist der Beste. Hier kriegen Sie drauf. Filmen Sie, hier kriegen Sie drauf. Reiz zum Film versprochen. Berlin. Offen
Offenbar waren auch die DDR-Grenzer völlig irritiert von der Entscheidung. Dass die Mauer nach 27 Jahren durchlässig geworden ist, wurde in Bonn als Ereignis mit großer Kraft. Ich freue mich dafür, dass wir mal endlich rüberfahren können. Wir sind Menschen, die einfach nicht da bleiben im Westen. Ich habe Angst für die Leute, die da bleiben. Ich habe Angst für die Leute, die da bleiben, die keine Existenz finden. Ich sage mir immer wieder, Leute, bleibt hier, helft hier mit aufzubauen. Wir machen neuen Sozialismus. Bleibt aber hier, bleibt echt hier. Wir machen neuen Sozialismus. Und dafür arbeiten wir hier. Aber macht die Grenzen auf. Wir wollen fahren, wo wir wollen. Und dieses Recht haben wir auch. Ich durfte noch nie in meinem Leben fahren. Und mach dieses Recht endlich offen, dass wir fahren können. Natürlich, dass wir fahren können. Du kannst schon mit ihm fahren. Natürlich, ich will auch mal fahren. Wer sind wir denn? Was Schlechteres? Nein. Sind wir denn das Zweitklassig? Mit ihm die armen Arme über den Grenzen. Wir wollen auch mal rüberfahren. Kannst du ja. Oh, jetzt ist die Mauer auf und morgen könnt ihr hingehen. Wir wollen ja auch mal rüberfahren. Für SPD-Chef Vogel ist dies ein historisches Ereignis. Es bedeutet, dass wir der Freizügigkeit in Deutschland 28 Jahre nach Errichtung der Mauer ein gutes Stück näher gekommen sind. Und es ist ein Beweis für die Ernsthaftigkeit der gegenwärtigen Führung in Richtung Freiheit und in Richtung Demokratie. Wir sehen zusammen. Wir sind gleich rüber. Das ist unfair. Dienstbar. Mama, ich auch. Mann! Was ist los?
Was haben Sie gemacht jetzt? Es ist, man kann doch hier gar nicht richtig laufen. Wo sind Sie jetzt hingelaufen? Ich habe gehört, dass es möglich ist. Ich bin nach drüben gelaufen, bin vielleicht 5 Kilometer getrabt und wieder retour. Sie sind aus Berlin? Ja. Sie sind nach West-Berlin gekommen. Wie lange haben Sie hin und zurück gebraucht? Vielleicht eine Stunde, eine Dreiviertelstunde, ich weiß es nicht. Ohne Ausweis, ja. Ohne Ausweis. Und ist eine schöne Laufstrecke in West-Berlin? Es ist eine lange, dunkle Straße. Also nichts Besonderes. Ich habe verschiedene Leute gefragt, wo bin ich, wo komme ich hin, wenn ich gerade auslaufe oder nach rechts, nach links. Es konnte mir keiner sagen. Es waren alles also Leute aus der DDR. Und ich wollte die erste Chance nutzen, da zu laufen. Und wir Läufer werden wahrscheinlich an manchen Wettkämpfen der Bundesrepublik teilnehmen. Ich nehme auch an, dass die bundesrepublikanischen Läufer an unseren Wettkämpfen teilnehmen, am Berliner Friedenslauf. Ich persönlich freue mich auf den 100-Kilometer-Lauf in Biel. Dort möchte ich teilnehmen. Salut, auf Wiedersehen. Mein Haustierschlüssel. Aber es wird kommen, ja. Es kommt. Lass mich raus hier. Alle vor hier.
Nicht Film. Was wollen wir wissen? Keiner von denen. Kann doch nicht wahr sein. Hallo, ich bin grüß euch. Das kann nicht sein. Ich hab's ja vergessen. Mama, 11,99. Kannst du Bescheid sagen? Das ist weit, was? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Sag mal, wer seid ihr? Wir sind andere. Wo soll es denn hingehen? Ich will zurück. Ja? Ja. Warst du schon drüben? Ja, wir waren schon. Wie lange? Bus kurz hin und zurück. Und, wie sieht's aus da drin? Naja. Ich bin da fast am Schluss. Oh, wir waren jetzt mitten im Bild. Ihr habt's geschafft. Ich war so ein bisschen, ja. Ja, dann
kannst auch nicht mit Auto rinfahren. Rainer, schnell, da hinten. Sie holen die deutsche Flagge an. Ja, aber bleibt einer gegen, was da passiert. Ich sehe den Fall nicht.
Ich wusste, dass als Politiker auch Volk und die Karriere. Und da hat er schon recht. Ja, pass auf, wir sind kein Volk von einer Partei der Herren. Wir wählen 4 Jahre nach 8 Jahren SPD und 8 Jahre CDU. Weil wir Kinder zu lange dranbleiben, da weil sie alle zu korrupt sind. Hier alle, durch die Bank alle. Ob es die Roten sind oder die Schwarzen. Da darf keiner länger als 8 Jahre runterbleiben. Wir rennen auch keiner Regierung nach. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr einfach. Und Versprechen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und Versprechen tun sie alles. Die versprechen alles. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Da. Doch, ja, das ist schon ein 10-jähriger Rhythmus. Ein Regierungswechsel, der muss stattfinden. Alle 10 Jahre ist es schon bereit. Aber es hat sich doch nicht viel deswegen dabei geändert. Nö, da ändert sich auch nichts bei. Bloß die Bäume schießen nicht in den Himmel, wenn die da 2 Wahlperioden wieder weg sind vom Fenster. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber sie kommen ja wieder, das wissen sie. Das ist ja wieder anders. Naja, hoffen wir, dass das alles so weiterverläuft. Also hoffen wir, dass das erstmal gut ausgeht. Ich kann nicht mal rüberfahren kann hier. Aus der Schule kommt ja. Hier ist ein Riesenfallus. Der pickt mir schon laut. Welche Gesellschaft sind Sie denn bitte? Spiegel-TV. Sagen Sie mal, sind Sie General? Sehe ich wie ein General aus? Sie haben so viel Wetter. So viel kann das ja nicht sein. Merke ich jedenfalls nicht in der Geldbörse. In Zukunft, was machen Sie denn mit der Grenze ab morgen? Da fragen Sie mich zu viel. Offen lassen. Mir geht es genauso wie Ihnen und allen anderen Bürgern. Ich habe die Mitteilung im Fernsehen gehört und gesehen. Und alles andere warten wir ab. Also eins steht mal fest. Wir haben jetzt seit Wochen nur noch DDR-Fernsehen gesehen. Kann ich mir vorstellen. Wir vermissen sehr Herrn von Schnitzer am Montagabend, den Fernseher, wenn der vorher vielleicht kommt was Neues. Der tritt jetzt bei Hildebrand auf den. Ja, ja. Heute Abend ist die erste DDR-Regierung am Westfernsehen. Co-Partner, ja. Das ist schon möglich. Das ist schon möglich. Das kann schon sein. Was haben Sie denn davon erfahren? Bitte? Was haben Sie denn erfahren? Nur im Fernsehen. Heute ging nur vor 20 Uhr ungefähr. Dass Sie hier die Leute durchlassen. Ach Gott. So sagen, da steht der Antrag. 21 Uhr rum, ja. Bevor Sie da waren. Bitte? Bevor Sie alle da waren. Nö. Sie waren schon welche da. Jo. Und wie heißt die konkrete Anweisung? Alles durchlassen, was kommt? Oder? Volksorgasmus. Das ist aber eine Frage, ja? Das war jetzt eine Frage, ja? Jetzt stehen alle hier rum und knirschen noch rum. So viele sind, kommen sie schon alle wieder zurück. Und man freut sich damit offen. Ja, naja. Ja. Ah, und die gesamte internationale Lage, wir müssen mal sehen, was hat sich im Entspannungsprozess in den letzten Jahren getan. Wenn ich das letzte Reisig jetzt sehe, was rausgekommen ist, das war doch kleiner Hullerschuss. Da habe ich zu meinem Chef gesagt, da haben die Leute 3 Wochen gesessen. Und dann haben dicke Gelder bezogen für die 3 Wochen. Wahnsinn, das ist der blanke Wahnsinn. Das ist optimal. Der Stammtisch wird gefilmt. Jetzt euch? Gut? Jetzt auch. Sag mal, bist du vom SFB? Lichterdeck, moin, da. Ja. Super. Hey! 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 Hey
Sie gehen wieder zurück. Das ist jetzt zurückgehen. そして西から再び東へ帰る人たちで一日中混み合っています。ole ole ole Deutschland ole 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 Deutschland. Die Wiedervereine von Deutschland, da ist man da hier. Und deswegen sind wir hier. Wo sieht man das? Und wo fährt man das? Nirgendwo hört man das. Also gut, dann macht die. Jawohl, dann müssen wir ein Staat werden. Ja, genau, Leute. Genau. Die ganze Welt muss ein Staat werden. Deutschland! Die ganze Welt muss ein einziger Staat werden. Jeder mit ihrem Grenz. Es würde, müsste mal äußern können, dass jemand um die Wiedervereine von Deutschland sein Wort erhebt. Einfach nur Deutschland. Das endlich mal alle Menschen müssen zusammenarbeiten. Aber das fehlt immer wieder bei den ganzen Worten, die wir sprechen. Die Wiedervereine von Deutschland. Das ist Fakt. Weiß ich nicht. Da fährt man da drin, ne? Natürlich. Nur noch. Gut. Ich hab die Warning-Taste hier. Ja.
Bitte. Ich komme aus West-Berlin. Ja, ja, ja. Ander Bier von Pennywise aus West-Berlin. Was los? Hey! Rainer! Rainer! Was? Okay. Kann ich mir mal Hilfe geben? Ich bin auch darüber, ja? Gehen Sie bitte zurück. Sie werden aufgefordert, zurückzugehen. Ich würde Sie bitten, das zu befolgen. Der hätte uns auch noch. Ja, Bewegung nach vorne, Wollt Sie mal bitten, zurückzugehen? Aber wenn ihr alles so weitermacht, kommen wir nicht dazu. Und zwar überhaupt nicht. Ja. Wollen die doch nicht. Hey, Wir können gehen. Gehen Sie rüber. Gehen Sie doch durch den Grenzübergang. Ja. Aber lassen Sie doch, Sie haben jetzt dadurch, dass Sie diese Frau nicht durchgehen lassen, eine Weltgeschichte. Gucken Sie, wie viele Kameras da sind. Lassen Sie rüber und da haben Sie die Story. Ja, bitte. Ja. Sie will ja nur. Sie will doch nur was gucken. Ja. Gehen Sie mal durch. Also. Nehmen Sie den Arm. Ja. Schwer zu verstehen. Ich verstehe es. Bitte erklären Sie es
Ich verstehe alles. Ich war genau so. Eine Stunde hergekommen, wer ist das? Ist das richtig? Verstehe ich das so? Also liegt es an der Zeit. Also liegt es an der Stursinn. Oder? Da stehen sie nicht, wie die alte Frau ist. Die Frau ist hier auf. Die ist hier geboren, die Frau will nur rüber, die hat nur einen Wunsch, mehr nicht. Lassen Sie es doch. Was hat das mit dem Grenzer nicht zu tun? Das hat nichts mit dem Übergang zu tun. Da vorne frei, die Presse will ja raus. Ja, passiert heute nichts mehr, können Sie mir glauben. Die Westberliner gehen auch da nach Hause. Wie erreichen Sie denn, dass die Westberliner nach Hause gehen? Doch, wir werden ja mal müde werden. Nicht? Mensch hält, ja, müde Mensch hält ja im Schnitt 24 Stunden ohne Schlaf aus, dann wird er ja müde. Aber wir halten 30. länger aus. Und wenn Sie der Westberliner als besonders zäh erweist? Der Westberliner kennt ihn ja jahrelang. Wir werden ihn dann richtig beurteilen. So. In 10 Minuten sind sie da. Ja. Oh, da kommt der nächste von hinten. Da kommt der nächste von hinten. Der nächste. So wunderschön wie heute, so ein Tag. Jetzt ist der Platz sowieso gleich zu. Meine Kolonne hier. Lass doch mal auf Ruhe! Wir können hoffentlich auch bald durchgehen. Was? Oh, bestimmt. Wir haben so viele Leute von euch getroffen heute Abend. Wir werden es die ganze Stadt ist voll. Das ist der Wahnsinn, echt. Es ist ganz toll. Wir freuen uns. Doch. Wahnsinn. Ganz toll, echt. Wahnsinn. Wir sind alle runtergekommen. Wir sind die Mauer runtergeklettert. Um euch zu besuchen. Ich kann es oh, nicht. Oh Mann, ich fass es nicht, wenn ich euch hier sehe. Das ist total absurd. Es ist wahnsinnig. Wo stehen wir? Wo stehen wir? Oh Mann. Und eure Polizisten haben uns auch begrüßt und sie waren gar nicht so übel drauf. Ja. Es ist schön. Es ist doch stark, alle. Ja, es ist wahr. Die ganze Stadt ist voll. West-Berlin, alle Autos hupen, alle jubeln. Alle freuen sich, ihr glaubt es nicht. Der Bruder wird gesperrt. Es ist alles die voll. Autos. Es ist voll aus. Es ist alles voll. Alle wollen gucken. Er freut sich auch, ja, bestimmt. Auch wenn er nicht so aussieht. Oh, es ist toll, echt. Es ist toll. Es ist toll.
Das ist der einzige Bitte, die ich habe. So, reinbegeben können Sie nicht, Sie können von hier aus. Ansonsten brauchen Sie einen Begleiter und dann eine Sache. Gut, danke schön. Alles klar. Ja, komm mal zurück hier. Ja.
Hat ihr alles von der anderen Seite? Nur von der anderen Seite. Nur von der anderen Seite. Ich kann noch nicht. Und stopp. Nee, nee, halt. Gib mir nochmal eine Hilfe. Alles nicht. Da. Dankeschön. Einmal. Sie sind da und sie ist da und dann ist Schluss. Pro Person, einmal. Hallo. Kinder kriegen hier eine Schokolade. Nee, guck mal da, guck mal da. Weiter so. Weiter. Ja, bitte. Und die blauen Ausweise Seite, bitte hoch. Danke. Nur von der anderen Seite. Bitte? Ach so. Die Leute haben geschrien, wa, Bruder?
Danke. Und die blauen und nicht die Hülle, die war drin ist. Alles klar. Alles klar. Nur immer pro Person eine Tüte. Wenn ihr Mann da ist, dann kriegen sie die zweite Tüte. Ja, ja, ist gut. Einmal Mutter mit Kind. Hier Mutter mit Kind. Und weiter. Und durchtreten. Und durchtreten, bitte. Und durchtreten und schneller. Wir haben nur junge Frauen und junge Männer. Und schneller. Ja. Und weiter. Und durchtreten. Nein, immer nur eine Person, meine Damen. Ja, was heißt Mann? Die kriegen was geschenkt und dann noch Mann. Hallo, nein, nein, komm weg hier. Nichts von vorne, nichts von hinten, sondern da, wo du hingehörst. Komm. Und weiter, komm. Nein, Kinder nicht, nur Erwachsene. Hallo, ich bin schwer beschädigt. Ja, alles klar. Gut, ich bin vor. Ausweis, Mensch. Ah, alles klar. Du hast es in der Hand, mein Guter. Komm, meine Güte. Nur von der anderen Seite. Ja, viel Spaß. Es gibt von da nichts. Es gibt von da nichts. Nur von der anderen Seite, bitte. Nur von der anderen Seite. Jetzt muss ich einen Ausweis machen. Und meinen Sie, wie wirst du dich anstellen? Ja, hallo, mit Kinderwagen? Nein, komm weg, mit Kinder weg. Mit Kinderwagen? Oh, Moment. Dann hauen Sie den hier drauf. Zwischen die Lichter. Hier da liegen wir. Ich sehe noch meine eigenen Leute hier. Ja, kann ich nicht lauter, weil die Brüste... Scheiß doch mal, wenn die so nicht kriegen. Die soll nicht kriegen. Ja, aber mit Kinderwagen. Mensch, ey, danke. Danke. Gut, deshalb muss ich ja ausweichen. Noch mal einer, hallo? Einmal Mutter mit Kind. Danke. So groß haben wir, ja? Ist das dann in die Hand? Hallo, ja, die ausverkaufte Blut. Wie schnell waren die weg? Können Sie den Ausweis noch mal reinstecken in den Portemonnaie? Ja, ja, das ist ja, den kannst du ja sehen hier. Jetzt zeige ich Ihnen ja hier. Das ist ja hier. Ja? Ja. So, ich freue mich, dass ich hier bin. Wer kann ich dazu nicht sagen hier? Ja. 28 Jahre hier, konnte ich nicht in West-Berlin sein hier. Aber nach 28 Jahren, jetzt erst mal hier. Wisst ihr was, das für eine Freude ist hier. Es ist unfassbar hier. Ich war gestern war ich das erste Mal hier gewesen, um 6:45 hier. Und es, ich kann da einfach nicht beschreiben, ja. Ich höre so bitte hier, aber es geht nicht, es geht nicht. Aber ich freue mich hier. Und morgen komme ich wieder hier rüber, ja. Ja? Recht herzlichen Dank, ja.
Ja, die kannst du sehen, wir sind noch auspacken hier. Packen da aus hier. Wollen Sie sehen, was ich geschenkt gekriegt habe? Ich freue mich da drüber hier. Nee, wunderbar, wunderbar. Also recht herzlichen Dank, ja? Eigentlich auch nicht weiter, nur angucken. Ich glaube, wir gehen erstmal wieder. Ich hoffe mal, dass es noch öfter klappt. Mal gucken. Naja. Erst war es noch irgendwie eine Diskothek, aber echt, sind wir viel zu müde zu. Ja, es ist Wahnsinn. Wir kommen von der Arbeit, naja, und dann gleich los. Die meisten hier, das ist, man kann das so gar nicht großartig sagen. Das muss man erstmal verdauen. Ich weiß gar nicht, was man mit dem wenigen Geld machen soll. Ne? Das überlegt man ja. Ne? Ja, deshalb guckt man erstmal alles an und dann schmeißen wir uns auf. Hallo.
Nee, nee, nein, wir wohnen länger hier seit. Ja, ja. Wir kommen aus West-Berlin. Ja. Ja, doch, so ungefähr. Tut uns leid, nicht? Also, hier kommen wir aus Potsdam. Ich finde es schlecht, dass man sich nicht darauf eingestellt hat, dass die Leute abends auch noch hierher kommen und dass man nicht mehr umtauschen kann. Ganz meiner Meinung. Das ist immer schlecht. Schon bei uns in Potsdam, wo wir unseren Zwangsumtauscher hätten machen können, war das Geld alle, da gab es nicht mehr. Und wir wissen ja nicht, wie lange die Situation so bleibt, dass man überhaupt fahren kann. Das ändert sich ja jeden Tag was. Nun wollten wir heute Abend hierher, bloß ohne Geld in der Tasche ist ein bisschen schlecht, ja. Kann man nur ein bisschen mal Auge werfen und mehr ist nicht. Nur wir hier ein bisschen spazieren, mehr geht denn nun nicht. Betteln werden wir nicht gehen, das ist auch klar. Wahrscheinlich mit dem letzten 1.20 Uhr oder 0.20 Uhr. Na, wir haben vor, mit der ganzen Brigade am nächsten Mittwoch schon zu kommen. Was haben Sie sich für den Tag vorgenommen? Naja, wir werden also von den alten Leuten, die wir bei uns in der Firma haben, also die schon mal hier waren, als noch die Grenzen offen waren, die Sehenswürdigkeit ein bisschen kennen, werden wir uns hier ein bisschen umher bewegen. Was verstehen Sie unter amüsieren? Ich meine, wir werden natürlich ein Bier trinken. Wir sind Handwerker. Ich bin Glaser vom Beruf. Irgendwas meiner Vorweg nicht sagen, ich bin Puffi oder was? Ist auch klar. Nee, wir werden mal sehen. Man muss das erstmal angehen lassen, wie sich das alles anlässt. Ja? Du hast eben mit dem Geld, wenn du nicht flüssig bist, dann willst du hier. Man muss irgendwie das sehen. Nee, also pass mal auf. Vom 13. Jahr habt ihr auch kein Geld umsonst. Ist ja richtig, dann kannst du einen ordentlichen Kurs machen und es gibt ja genug Leute, die so das einfach leisten können. So einfach ist das. Einen ordentlichen Kurs und dann ist die Sache, aber das Geld, der kann doch nicht. Das sieht so aus, dass wir hier rüberkommen. Die Regierung von jetzt ist ja noch nicht mal in der Lage, irgendeine Meinung dazu zu sagen oder zu äußern, wie überhaupt dieser Umtausch zustatten kommen soll. Die haben uns zwar jetzt die Reisefreiheit gelassen, aber ohne Geld. Du kannst auf die Bank gehen und kannst da 100 Mark hingehen und dann kriegst du 10 Mark. Na und? Was willst du mit 10 Mark? Pass mal auf. Wir sollen uns doch umtauschen lassen, so viel wie wir wollen. Zu irgendeinem wenn du so viel Geld hast, dann ist das in Ordnung. Ich bin Handwerker so, und ich arbeite. Selbstständiger Handwerker? Nein, in der PGA. Also das ist also, halbstaatlich. Ja, du brauchst mal. Ja, wenn ich 3 Jahre spare, aber dann frage ich dahin, wo ich hin will. Ja, naja, bloß mit 3 Jahren kannst du das nicht erreichen, was du dir vorstellst. Das wird man da erst mal sehen. Ja. Also davon bin ich überzeugt. Das wird man erst mal sehen. Ja? Und ich will nur mal ein. Wichtig ist, dass wir erstmal hierher fahren können. Das ist richtig. Das ist wichtig. Aber bloß, wenn du hier. Und willst du nur jetzt hier spazieren gehen? Kannst du auch. Na, aber sicher doch. Wenn du nach der Tschechei fährst, darfst du ja bloß so und so viel umtauschen. Das ist egal. Aber da ist es egal. Geld. Na, was hast du denn? Wenn du jetzt hier auf Toilette musst, hast du ja nicht mal Geld dafür. Wir werden auf jede Frage eine Antwort finden. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Wer unsere Grenze nicht respektiert, der bekommt die Kugel zu spüren. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Die Deutsche Demokratische Republik wird weitere 40 Jahre und noch darüber hinaus bestehen. Berlin wird leben und die Mauer wird fallen. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Die Deutsche Demokratische Republik wird weitere 40 Jahre und noch darüber hinaus bestehen. Ich schlage vor, das Glas zu erheben und zu trinken auf unseren Nationalfeiertag, den 14. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Wir werden auf jede Frage
eine Antwort finden.